Herr Barges haben wir, ja. Aber mit Mikrofon. Also ich bin selber bei einer dieser Werkstätten dabei gewesen. Und es war wie zum Ankreuzen. Also was hättest du da gern? So, nun ist es für Landschaften, für normal, ist es vielleicht nicht so, aber man muss wissen, es gibt sogenannte Bewertungstypen der Landschaft. Und Wasserränder haben die allerhöchste Bewertungsstufe. Das heißt, wenn ich den Bürgern zum Beispiel nicht erzähle, welche Wirkung Wasser auf dieser Fläche hat, dann kreuzt er das natürlich an, weil es ganz natürlich ist. Weil das sind einfach nun mal die Bereiche mit der höchsten Biodiversität, ist die höchste Erlebnisvielfalt. Aber wenn man ihm zum Beispiel sagen würde, pass mal auf, das ist der kälteste Ort. Und wenn man an diesem kältesten Ort und nebenan ist der heißeste Ort, das ist Vorfeld. Wenn wir dort an diesem kältesten Ort ein Wasserbecken dieser Größe hinsetzen, was nämlich praktisch wie ein Wärmespeicher ist, dann kommt unter Umständen in den heißen Sommermonaten die kalte Luft hier unten in der Unterstadt, wir sind ja hier in der Unterstadt, nicht mehr an. Das heißt, die Entlastungsfunktion, die besondere Klimafunktion dieser Fläche kommt dann zum Erliegen. Genau das ist nicht erfolgt. Ja, so, und also dieses Argument, Bürger gegen Bürger auszuspielen, Herr Palmen, wir sind weiter. So. Sie haben mal moderierte Verfahren, dann muss man das so machen. Herr Barges. Ja, dann, ich bin ja gleich fertig. Dass man im Grunde genommen die Bürger auch qualifiziert. Ich möchte jetzt schon das nächste Woche beschränken, dass Herr Palmen konkrete Fragen bekommt. Wir können unmöglich den Mann jetzt hier hinstellen und ihm nur Kritik überschütten. Das geht nicht. Ich versuche hier eine Diskussion. Wenn du eine klare Frage stellst, dann kann Herr Palmen klar antworten. Es war keine Frage. Ja, das machen können wir auch gleich ohne Herrn Palmen weitermachen. Und er kann es im Netz ja nachgucken. Wir nehmen das ja hier auf. Also wir versuchen jetzt wirklich nur nochmal Informationen, bevor Herr Palmen dann gehen muss. Und wir können dann hinterher die Argumente weitermachen. Der Herr in der Ecke wartet schon ganz lange und sehr nett. Ja, das wäre schön. Die war sehr spitz. Christian Hoffmann, mehr von Salting, soweit ich die Bauantragsunterlagen gesehen habe, waren ursprünglich von Professor Sieper deutlich kleinere Wasserbecken und Anlagen vorgesehen, die ausreichend um die eigentliche Begründung, Regenrückhaltedecken zu erfüllen. Es werden horrende Mengen an Boden ausgekoffert. Dieser Boden ist zum Teil stark kontaminiert und soll wiederum, vielleicht in der nicht kontaminierten Variante, als Landform verwendet werden. Meine Frage ist: Die gesamte Landform und erhöhte Wegeführung nicht einfach nur eine ganz einfache Methode, sich einer Riesenmenge von mehr oder weniger belasteten Bodenmaterial zu entledigen und ein wenig mit Gestaltung und Planung zu tun? Und sollen damit die Kosten gespart werden? Sollen damit die Sanierungsgelder gespart werden? Genau, das Gegenteil ist der Fall. Weil nämlich bei der, was hier als Arrondierung am Columbiadamm genannt wurde, Bereich sozusagen der Erweiterung des muslimischen Friedhofs in der Tat Flächen berührt werden, die kontaminiert sind, die also sozusagen entsorgt werden müssen. So, das heißt, man hebt die aus dem Boden aus und muss aber wieder verfüllen. Und die Verfüllung passiert dann mit Material, was dort auf dem Feld eben, was eben nicht kontaminiert ist. Das ganze Feld ist ja nicht kontaminiert, wird so der Eindruck erzeugt, dass das alles irgendwie komplett verseucht. Wenn das so wäre, dann würden da nicht 50.000 Leute am Wochenende, an schönen Sommerwochenenden auf dem Feld sein dürfen. So. Und der andere Punkt ist der, dass durch das Material, was ausgehoben wird von diesen 3 Hektar, auch weggefahren werden könnte, ja, was wiederum Lkw-Transportverkehr durch die Stadt, wohin auch immer, produzieren würde, was dann wiederum auch zu erhöhtem CO2-Ausstoß führt. So kann man ja auch argumentieren. Es ist nicht so, dass eine kontaminierte Bodenausbruchgeschichte zur anderen Ecke gebracht wird und dort in eine Landform modelliert wird. Und auch nochmal zur Landform ein Wort. Die ist nicht 3,75 Meter hoch und wird auch nicht 3,75 Meter hoch sein. Ja, sondern sie wird in bestimmten Bereichen,
Bereichen, und das ist auch nochmal eine nivellierte Planung, Höhe niedriger sein als diese 3 Meter, die immer hier im Raum herumgeistern. Sie wird deutlich niedriger werden als die 3 Meter, und sie wird vor allen Dingen sie gleicht ja eine Topografie des Geländes aus. Das muss man ja auch nochmal dabei sehen. Das ist ja kein Gelände, das kopfeben ist, sondern es hat einen Höhenunterschied von bis zu 10 Metern. Das heißt, dass es geht darum, dass man die Nullebene, wenn man sie mal jetzt von der Start- und Landebahn nehmen wird, ausgleicht in diesem Bereich, den Sie hier immer anführen. So. Und dafür braucht man natürlich Material, und dieses Material holt man durch den Aushub des Wasserbeckens und lässt es eben auf dem Areal. Ich halte das durchaus für eine nachhaltige Art und Weise, damit umzugehen. Vorne, Sie hatten eine konkrete Frage? Überlegungen, das gewünschte Element Wasser quartiersnäher in den Außenbereichen einzubringen, oder war von vornherein klar, dass wenn etwas mit Wasser realisiert wird, nur vor der Vorfeldfläche? Das hat auch wiederum einen topografischen Grund, weil dort, wo das Wasserbecken angesetzt und angesiedelt werden wird, der tiefste Punkt ist in diesem Bereich. Und man muss ja gucken, woher das Wasser kommt. Das Wasser kommt ja nicht sozusagen von der Mitte des Feldes, weil da versickert es ganz natürlich in den Wiesenbereichen. Es kommt vom Flughafendach, 60.000 Quadratmeter groß, und es kommt von dem betonierten Vorfeld, denkmalgeschützt im Übrigen, was man nicht einfach wegreißen könnte. Das ist 23 Hektar groß, da fällt eine ganze Menge Wasser an. Und momentan ist es so, dass dieses Wasser vom Flughafendach und auch von dem betonierten Vorfeld zusammen mit dem Wasser, was am Columbia-Damm anfällt, also an dem Straßenbereich, ungefiltert in das Regenrückhaltebecken, über das Regenrückhaltebecken am Columbia-Damm in den Landwerkkanal fließt. So, weil es noch nach altem Wasserrecht, fragen Sie mich genau, in welchen Details, dort abgeleitet werden kann. Heute dürfte man das nicht mehr tun, aber nach altem Recht ist es möglich. Das heißt also, wir trennen diesen Bereich. Wir trennen das Schmutzwasser vom Columbia-Damm von dem, ich sag mal, Grauwasser des Flughafengebäudes und des betonierten Vorfeldes. Und das leiten wir dorthin, wo es eben den nächsten und tiefsten Punkt gibt, der vom Flughafengebäude aus zu erreichen ist. So, der Kollege hier hat versprochen, seine Frage ganz kurz und neutral zu stellen. Und dann haben wir noch 2 weitere Fragen. Ich würde die alle 3 jetzt noch also nacheinander hören, und Sie gucken, was Sie damit machen. Das stimmt nicht. Man braucht, nagen Sie mich bitte jetzt nicht fest, wie viel Kubikmeter Wasser da reinkommen werden. Es ist aber so, dass die Regenmenge, die anfällt, ausreichend wird, um auch ein 20 Hektar großes Wasserbecken anzulegen. So, es wird eine gewisse Zeit brauchen, bis das Becken dann gefüllt wird. Und es geht darum, dass wir das Wasser, was im betonierten Vorfeld einer Zisterne auch angesammelt wird, über eine Pumpe dann in das Wasserbecken, wenn es denn einen niedrigen Tiefstand gibt, in Sommermonaten reinpumpen werden. Es wird aber keine Grundwasserentnahme in diesem Fall geben und auch kein Trinkwasser, was man wieder gerne mal behauptet wird, irgendwo in das Wasserbecken reingeleitet. Das wird nicht passieren. Ich würde vorschlagen, das machen wir gleich nochmal in Ruhe. Jetzt sammeln wir die 3 Fragen. Herr Peiten guckt sich das dann im Netz an, was wir eben hier noch zu sagen haben. Ich würde einfach nur nutzen wollen, dass er da ist, und freue mich darüber sehr, dass er so ein bisschen Gelegenheit bekommt, hier in Ruhe auch Stellung zu nehmen. Also die 3 Fragen, vielleicht noch eine 4. Ja, er fängt an. Auf meine Frage gleich an. Was, Herr Wages? Darf ich mich kurz? Ja, also, erste Frage. Es ist interessant, wie Sie zum Beispiel auch über das Bier reden. Sie trennen nämlich nicht nur das Wasser, sondern Sie trennen ja auch die Verantwortung. Sie haben nämlich das Gebäude und das Gebiet. Und das gehört zusammen. Sie trennen es auch durch die rechtliche Form, die Sie nicht haben. Sie sind ja sehr nah an der Form.
jetzt... Meine Frage bezog sich ganz konkret darauf, warum der Senat wegen einer Beteuerung, dass er möglichst partizipativ die Menschen und die Bürger einbeziehen will, Verfahren wählt, die nicht partizipativ sind. Und das sehen wir auch jetzt, denn genau das, was wir hier tun, hätten wir tun können. Hätten Sie tun können mit dem Bund. Hätten Sie tun können mit den Leuten, die hier sind. Und in Bezug auf das Recht haben Sie es nicht getan. Sie haben die Leute Wasser schreiben lassen, auf eine Tatsächlichkeit. Und das war dann die Bürgerbeteiligung. Und daraus haben Sie dann gemacht, was Sie wollen. Wie beurteilen Sie diese Praxis, diese sozusagen das Auseinanderdriften von Intention und Verfahren? Ich halte das nicht für eine konkrete Frage, sondern für eine mit einem Fragezeichen verpackte Meinung, wie man bestimmte Verfahren angeht. Ich glaube, da kann man wirklich eine extra Veranstaltung zu abhalten, wie man Bürgerbeteiligung organisieren muss, wer mit welchem Mandat ausgestattet ist, wer welches Recht hat, für wen zu sprechen und wie man dazu auch Ergebnisse kommt, die eine Mehrheitsfähigkeit haben. Das ist... Also nochmal ganz langsam. Herr Peiten ist hier und vertritt nicht alle Spezialisten seiner GmbH. Er kann hier auch nicht alles beantworten und er muss auch nicht alles beantworten. Und ich bitte Sie jetzt, noch einmal 3, 4 Fragen zu sammeln und er beantwortet das, wozu er Lust hat und dann ist gut. Ja, bitte. Ja, also jeder, der jetzt eine konkrete Frage hat, ansonsten machen wir das hinterher.